Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Wir sehen hier noch, wie der Futtertarian, der Futterhändler, das Weite sucht, weil wir den nicht brauchen. Backt sich ja ein bisschen rein hier in die Kante. Okay, kann er gerne machen. Bei uns kann ja jeder machen, was er will. So, weiter geht's. Wir müssen mal überprüfen hier. Was macht er hier? Pflaumen sind alle oder was? Dann mach mal ein Bärenbier. Mach mal zwischendurch mal ein paar Bärenbier. Hier, der Taylor ist schon voll, ja? Klotz Limit. Dann mach mal 150 Kleidung. Haben wir kein Problem mit. Schon wieder einer an Altersschwäche gestorben. Gut, das heißt, unsere Bevölkerung ist jetzt tatsächlich rückläufig. Was mir jetzt persönlich nicht so gefällt. Hier ist ja unser Hühnerfeld. Tja, wollen wir nur Hühner, Hühner, Hühner. Oh, unsere Eisenreserve ist low, sehe ich ja jetzt erst. Mach mal mehr, mach mal mehr. Blacksmith, ach, der Blacksmith ist es. Ja, warte mal, ich werde mal noch einen Blacksmith zuweisen. Das sind zwei Bilder jetzt mal weg. Und einen Blacksmith noch einen zuweisen, okay. Aber wisst ihr was? Wisst ihr was? Was ist denn hier los? Ah, okay. Okay, unsere Eisenvorräte gehen langsam in den Keller runter. 4 von 15. In der Mine. In der Mine. Oh. Da will ich doch jetzt glatt mal wieder neue. Die Steinhäuser, die werden hier gebaut, okay. Und hier kommt aber kein Schwein rein hier in unser Obdachlosenasyl, wa? Keiner. Müssen wir das tatsächlich hier noch ansagen, dass die kommen sollen, oder was? Stone. Sollen wir lieber bei Foot gucken. Ah, Foot geht jetzt nach oben, durch den Hühnerstall wahrscheinlich. Der aber immer noch nicht läuft, oder? Wir können auch, glaube ich, jetzt. Oder holt sie sich jetzt hier einen Huhn von dem anderen Stall? Mal gucken. Nee, macht sie nicht. Hier könnte man da, glaube ich, hier. Guck mal, empty, remove diese Animals woanders hin. Hier kann man die auch splitten. Aber im Moment scheinbar nicht. Mal gucken, ob die da klarkommt oder ob die jetzt so tatsächlich noch Hühner, ob wir da noch Hühner kaufen müssen oder was? Chickens. Könnt ihr ja mal probieren. Remove die Dinger hier. Hierhin. Nee, das war falsch. Jetzt wird er die alle schlachten, wa? Chickens. Okay. Ich glaube, macht jetzt hier eine Notschlachtung und schlachtet die alle. Damit wir mehr Nahrungsmittel haben. So, was ist hier mit Blacksmith? Hat nicht genug Zeug, okay. Ach, hier wollte ich noch hochdrehen, okay. Gut, jetzt wird es wieder ein bisschen stressig. Wir machen mal runter. Was haben wir hier? Eisen ist low, okay, weiß ich. Hier haben wir jetzt schon ein Steinhäuschen. Ah, das ist ja schon mal schick. Da wohnen sogar schon welche, ein Forster und ein Bilder, okay. Gut, die Kirche wird nicht beheizt, na gut, so ist ja üblich. 84 Members, also sind noch nicht viel mehr geworden. Der Priester ackert da. Hier, ich glaube, der Brauer, der macht jetzt was, okay. Oh, 11 Bärenbier hat er, naja, ist doch schön. Und die sind auch alle voll glücklich jetzt, ist sehr schön. Dann beschäftigen wir uns mal kurzzeitig ein bisschen mit der Statistik, während die hier weiterbauen. Und zwar Alkohol Population auf ein Jahr, machen wir auf 2 Jahre. Oh, ist alles sehr gleichbleibend. Wir müssen tatsächlich Nomaden, keine Nomaden zur Zeit. Trade Items, Chickens zum Beispiel. Ach, die kommen immer neue oder was? Pflaumen, okay. Nomaden, Graphics, Inventory. Production.
Könnte man hier die Limits nochmal verändern? Alkohollimit 500, wow. Kohlelimit, Futterlimit, okay. Toolslimit. Gut. So. So, wir brauchen mehr Eisen. Sobald wir jetzt irgendwie wieder Leute frei haben, würde ich mal sagen, stecken wir die hier in die Minen. Ah, guck mal, jetzt geht's los hier mit dem Hühnerstall. Sehr schön. Sehr schön. Weißt du, wir werden hier mal auch ein Hühnerdings einsetzen. Was soll's? Da brauchen wir noch einen Farmer. Da werden wir mal ein Geld drüber abziehen und ein Farmer mehr machen. Oh. Dann ziehen wir mal noch einen Stonecutter ab. Okay. Holz hält sich jetzt scheinbar hier, läuft jetzt ganz gut mit unseren Holzhändlern. Wir müssen mal dann gucken, ob wir hier ein bisschen. Oh, ich habe eben sogar ein Donnergeräusch gehört. Das ist sehr cool. Hier gebaut wird, ja, da wird ganz langsam gebaut. Wir werden mal gleich noch eine Hütte bauen. Eine Steinhütte natürlich. Wo können wir die hinbauen? Hier? Nehmen die Kirsche. Mögen die das? Ja, komm. Bauen wir hier noch eine Steinhütte hin. So. Zweie gleich. Oh, Ufo, Mann. Du bist aber mutig. So. Und so. Könnten wir hier fast noch eine Steinhütte hinbauen, wa? Nicht, dass wir nachher unsere Steinvorräte hier so durchschröpfen. Oh weia, das war mutig jetzt. Das war mutig. Mach mal die Priorität hoch. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich mich jetzt maßlos übernommen habe. Oder ob das irgendwie was bringt. Nochmal die Priorität hoch, okay. Und jetzt, zack, 5. 5. So, was hast du hier? Dir fehlt noch ein. Wir müssen dir noch sagen, dass du Chickens produzieren sollst, okay? So, wie sieht's hier aus bei euch? Bist du eingestellt auf Planten und Karten? Na, okay. Okay. Wir könnten doch mal hier spaßenshalber eine Hütte bauen, eine ganz normale Holzhütte. Das habe ich ja noch gar nicht dran gedacht, dass man natürlich auch hier, wo so ein paar Arbeitskräfte benötigt werden, könnte man natürlich auch noch mal eine Holzhütte bauen. Dass sie immer nicht so weit zur Arbeit laufen müssen, sozusagen. Ein kleines Stockpile hatte ich ja da schon, oder? Wollen wir mal gucken? Ne, kein Stockpile. Heieiei, ich brauche doch da ein Stockpile. Hier. Komm, noch mal. Mach mir ein Stockpile. Hier hin. Da kommt das Stockpile hin. Sehr schön. Die ich immer so weit rumlatschen müssen. So, was du immer noch ein Fragezeichen? Hast du keinen Arbeiter? Na, die sind jetzt auch alle. Ach, jetzt gehen natürlich meine Häuser extrem langsam voran. Extrem langsam, weil. Na gut, das haben sie fertig gebaut. Weil ich habe ja hier kaum Arbeiter, wisst ihr? Vielleicht sollte meine Forester mal ein Stück. Forester zurückgehen. Ein. Da haben wir ganz schön viele von. Stonecutter würde ich mal so lassen. Aber die bauen ja hier schon. Wie die Verrückten. So, meine lieben Freunde, brauchen wir einen neuen Plan oder was machen wir jetzt? Brauchen wir jetzt einen neuen Plan? Gucken wir uns das mal von ein bisschen weiter an, damit wir mal vielleicht eine Idee haben. Oh, die zieht sich ja ganz schön in die Länge, diese komische Stadt. Natürlich auch nicht so schick, wa? Hier würde ich jetzt gar nicht mal weiter rangehen. Hier auch nicht. Das müsste man dann vielleicht später nochmal. Aber guck mal, hier würde ich ganz gerne mal, warum auch immer, würde ich ganz gerne hier einen Tunnel reinbauen. Wo gibt es denn das Tunnel? Hier. Boardinghaus. Nee. Tunnel. Brücke. Tunnel. Komm, bauen wir mal hier einen Tunnel. Oder hier.
Ich weiß nicht warum, aber... Was kostet denn der? Der soll da nicht sein, oder? So, so geht das. 160 Steine. Nee, 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 nee. Dann halten wir uns noch mal ein bisschen zurück mit dem Tunnel. Eine Holzbrücke könnte man bauen. Hier zum Beispiel. Was gibt's denn hier? Kann man hier irgendwas Schickes... okay, hier ist ein Waldgebiet. Nicht gerade klein. Hier ist allerdings eine Bergkette. Hier geht's zu unserem Dingsbums. Hier könnte man einen Tunnel noch hinbauen. Sonst mal gucken. Gut, da kommt hier wieder so eine Insel. Ja, hier könnte man eine Brücke bauen. Gucken, was die kostet. Jetzt hier eine Brücke bauen. So, so geht's. So geht's. Die kostet uns 84 Holz und 21 Steine. Uiuiuiui. Oh, jetzt haben wir den Brückenbefehl gegeben. Oh, naja, ist egal. Eigentlich vorher habe ich mir eben überlegt, ach, ich mache das doch nicht, aber dann hatte ich das losgelassen und dann war es zu spät. Ein Weg? So. So, wie sieht es mit der Population aus, meine lieben Freunde? Die werden ja hier gebaut, obwohl meine Jungs es nicht leicht haben, weil die haben jetzt nicht so viel Stein zur Zeit. Dem könnte man aber Abhilfe schaffen, indem man... Mal gucken, wo hier in der Nähe... Da waren ja eben schon Steine, aber das war vielleicht mal gucken. Das ist auch nicht so weit weg. Soll hier mal ein bisschen unsere Steinvorräte aufbessern. Das finde ich schon... Naja, so weit weg ist es auch nicht. Aber im Moment vielleicht nicht so gut erreichbar. Uiuiui. Schneetreiben. Hey, ein Schneetreiben ist das wieder. So. Jetzt können hier wie die Bescheuerten. Oh, oh, oh. Ne, okay. Feuerholz haben wir ohne Ende. Aber immer noch das Nahrungsproblem. Wobei ich denke mal, das hat sich jetzt ja durch unsere Hühnerstelle. Denke ich mal, hat sich das gebessert. Wir gucken mal in die Statistik. Wie hier unsere Zukunftsprognosen aussehen. So, in der Kirche, da brauchen wir ja nicht gucken nach Zukunftsvisionen. Da werden die uns halt sagen, es wird alles immer schlimmer. Es geht den Bach um, der Antichrist, den Bach runter, der Antichrist wird kommen. So negativen Sachen können wir im Moment hier nicht brauchen. Wir wollen mehr in eine positive Richtung mal denken, so ein bisschen optimistisch. Population, Foot. Ah, guck mal, die Food-Produktion steigt. Die Einwohnerzahl sieht nicht gut aus. Also da müssen wir noch ein bisschen feilen. Eisenproduktion ist, geht mehr nach unten, okay. Eisen haben wir auch 0. Eisen haben wir 0, das heißt, wir haben jetzt die Steinproduktion ein bisschen angekurbelt. Jetzt können wir bloß mal hoffen, dass hier noch irgendwo Eisen rumliegt. Ich habe jetzt auch nicht so einen Bock, noch eine zweite Eisenmine zu bauen im Moment. Guck mal, ob hier noch Eisen rumliegt. Ja. Liegt hier noch Eisen? Nee, wa? Ich glaube, hier haben wir noch enorme Eisenvorräte. Hier haben wir noch Eisen. Was geht natürlich so langsam zur Neige. Hier oben haben wir eigentlich auch noch Eisen gehabt, oder? Ah, nicht wirklich. Ich glaube, wir sollten uns mal eine Gegend erschließen, wo es mehr Eisenvorkommen gibt. Hier gibt es Steine, 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 Steine. Mich würde mal interessieren, ob da neue Steine... Ob da neue Vorräte spawnen irgendwie nach einer Weile, ob dann da... Guck mal, hier gibt es auch noch Eisen ohne Ende, aber zu weit weg, wa? Naja, guck mal hier, die Brücke, haben die die Brücke schon gebaut, die verrückten Hunde? Ne, die ist noch nicht fertig.
So, mit dem Trader ist natürlich extrem schwach, dass da nichts passiert. Ja, guck mal, warum zeigt er mir jetzt die ganzen Dinger da an? Ach, das ist ja doof. Finde ich nicht so gut. Wahrscheinlich hatte ich jetzt irgendeinen Shortcut gedrückt. Okay. Oder habe ich hier irgendeine Notsituation? Ach, Jobs? Ohne Jobs? Der hat keinen Job, oder was? Der Farmer hat keinen Job? Ach so, weil Winter ist, okay. Und das hier? Ohne Werk? Ach, du Scheiße. Das ist also doch ein Warnsignal. Okay, Leute, unsere Arbeiter haben keine Werkzeuge mehr. Und die Farmer haben keinen Job. Dann werden wir mal die Farmer, die jetzt im Moment nichts zu tun haben, außer vielleicht die Hühner, Leute. Werden wir mal. Warum hat denn der hier? Hat der keinen Job oder was ist mit dem? So. So, wir haben keine Werkzeuge. Ich hatte aber extra noch einen zweiten Blacksmith gebaut. Ah, weil wir kein Eisen haben. Jetzt kommen wir ja ein bisschen in eine Bedrulle. Gut, Leute, das werden wir in der nächsten Folge werden wir mal gucken, ob wir das noch gerade biegen können. Ob wir da ein bisschen noch eisenmäßig zuschlagen können. Ich sehe mal schon mal, wir werden mal schon mal. Ah, das machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.